Bau deine Zukunft. Egal ob Traumhaus, Krankenhaus oder Brückenbau. Immer wenn etwas gebaut wird, ist Fachwissen und handwerkliches Geschick gefragt. Wenn er was bewegen will, wenn er gerne in der frischen Luft ist und wenn er Interesse hat, etwas zu schaffen und anderen zu helfen letztendlich, weil das ist unsere Aufgabe, dass wir unsere Arbeitskraft einbringen und irgendwem zu helfen, der gerade ein Bedürfnis hat in diesem Bereich, in einer Spezifikation, was ich selber mitbringe. Und das ist eigentlich unsere Geschichte, was er bei uns lernen kann und auch umsetzen darf. Wir präsentieren einmal die breite Palette, was bei uns am Bau alles gibt. Also das ist angefangen vom Tiefbau, vom Hochbau, vom Brückenbau, vom Straßenbau bis zum Sanierungsbereich und bis zum Digitalisierungsbereich, weil wir da auch schon stark unterwegs sind. Also kann man da heute alles einmal erleben. Gut ausgebildete Fachkräfte sind gefragter denn je. Die Baubranche ist mit über 100.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine der größten Arbeitgeber in Oberösterreich. Gefragte Handwerker sind überall gebraucht, ganz gleich in welchen technischen Berufen. Die Ausbildung ist 3 Jahre Berufsschule, manchmal 4 Jahre, weil manchmal Doppellehren dazukommen. Und die Ausbildung in Österreich ist ja so, dass die Schüler oder die Jungen in den Betrieben sind und dann 12 Wochen pro Jahr in der Berufsschule und dort die theoretische Ausbildung kommen. Die Baubranche befindet sich in einer permanenten Entwicklung, um mit den neuesten Techniken Schritt halten zu können. Der Bauberuf ist immer ein Zukunftsberuf. Die Digitalisierung ist ganz wichtig, ohne der geht es am Bau nicht. Und wir haben da am Bau ein Riesenpotenzial. Alleine, was an Infrastruktur schon gebaut wurde, gehört erhalten. Und der Neubaubereich funktioniert weiterhin. Wir haben Zuwächse in Österreich von der Bevölkerung und wir brauchen Wohnraum weiterhin und es wird weiterhin gebaut werden. Momentan ist ein bisschen ein Rückschritt und ein bisschen eine Konsolidierung, weil natürlich die bekannten Themen, Preissteigerungen und eben die Zinsthematik bremst ein bisschen jetzt den Bau, aber das macht uns keinen Abbruch. Wir sehen einfach, dass teilweise Leasing-Arbeitsplätze jetzt einfach abgebaut werden, aber unser Stammpersonal sehr wohl gut beschäftigt werden kann und wir brauchen junge, geschickte Leute, die was eine Freude haben an diesem Job und wir sind da sehr offen für jeden, der sich dafür entscheidet. Wer innovativ und bereit dafür ist, sowohl Altes zu bewahren als auch Neues zu erlernen, ist am Bau richtig.